Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei FIFA 16. Immer noch spielen wir zu später Stunde das Spiel einige Zeit vor Release und ich habe mir einen neuen Multiplayer-Gegner gesucht und er wird mich wahrscheinlich gleich abzocken, nämlich der Philipp von Phineas FIFA. Hallo. Was geht ab, Freunde? Phineas hier. Hallo! Ja, und wir haben uns gedacht, genau, wir spielen Frauenfußball, Frankreich gegen Brasilien, ich spiele mit den Französinnen. Und ich mit Marta, der Brasilianerin, der Ja, die ist natürlich, Skillerin. Ja, da hast du da schon eine ausgesucht. Ja, natürlich, ja, aber die Französinnen sind auch nicht schlecht. Henri, ne? Die haben den Henri, die Henri. Die Henri, ja. Die Henri hat denn eine neue Frisur. Und genau, und wir schauen mal. Du spielst, ich vermute, dass du FIFA deutlich besser spielst als ich. Ja, weiß ich nicht. Ich habe noch nie gegen dich gespielt. Mal gucken. Naja, wenn dein Kanal schon so heißt. Ja, und deiner, wie heißt deiner eigentlich? Mighty Pirates. Wir spielen unterschiedliche Spiele. Mehrere Personen. Ja, ein Freund von mir, der letztes Jahr auch hier war, der hat aber gerade keine Zeit. Das ist nicht. Und, mach den aus, den Trainer. Ja. Aber ich habe ein bisschen Hoffnung, weil es der Frauenfußball ist, dass es noch nicht ganz so verinnerlicht ist. Also schauen wir mal. Das hast du zerstört. Du machst Wenn ich ein Tor schieße, bin ich schon mal froh. Ja, ich bin im FIFA 16 auch noch nicht der Beste. Ich glaube, das sind auch mal 50 Spiele oder so. Also ich bin schon mal hier eiskalt vorbeigelaufen. Das war ja schon mal nicht so schlecht. Tolle Flanke. Und? Das wäre jetzt ein Hammer gewesen, wenn der direkt drin gewesen wäre. Und dein erster Eindruck so von den ersten Spielen heute? Ja, war eigentlich ganz okay. Ist sehr, sehr langsam geworden, finde ich, head-to-head. Und auch viel, viel schwieriger am Verteidigen. Ja, es ist taktischer geworden. Ja, viel, viel taktischer. Man muss viel mehr passen, finde ich aber auch realistischer. Wobei ich finde, eigentlich ist es, also vom Verteidigen her finde ich es gar nicht so viel schwieriger geworden. Ich finde es übelst schwer, keine Ahnung. Also ich komme gar nicht mehr hinter dem Ball, ich komme gar nicht mehr dran. Also ich habe genau das Gegenteil, das Problem, dass ich eigentlich eher Probleme habe, an der Verteidigung vorbeizukommen. Weil die doch immer mal irgendwie wieder so einen Ball, einen Fuß dazwischen halten und viel schneller zum Ball gehen. Das, ja, das auf jeden Fall auch. Da ist sie. Aber es hat sich insgesamt so ein bisschen herauskristallisiert mittlerweile, dass das Passen noch nicht so ganz. Ja, ja. Also ich weiß noch nicht, ob ich mich irgendwie an die neue Steuerung noch gewöhnen muss oder ob es ein bisschen schwieriger ist allgemein. Genau sowas meine ich. Genau das ist das. Ja. Aber noch steht es nur, die Null steht, das ist gut. Die hat große Arme. Hast du gegen jemanden schon von dir gespielt heute? Ja, gegen Till hier neben mir. Wie viel habt ihr gespielt? Wir haben dreimal gespielt. Ja. Viermal? Ja, aber dreimal, ja, fünfmal genau. Elfmeter? Ja. Fünfmal habe ich ja sogar dreimal gewonnen. Dann hast du dreimal, ja. Aber es zählt nur das, was wir auf unserem Kanal veröffentlichen. Dann ist nämlich meine Bilanz positiv. Aber jetzt freue ich mich hier auf den Elfmeter. Das ist mein erster Elfmeter in FIFA 16. Ehrlich? Ja. Vor allem der erste Elfmeter mit einer Frau. Oh, nice. Ja, finde ich auch nice. Das war klasse gemacht. Sehr gut gesehen, dass ich noch dahinter stehe. Ja, das war klar. Also ich habe nicht geguckt, wer die Facecam hat. Wann habe ich den Tor gemacht? Tja. Für die Spannung. Jetzt habe ich aber die beste Chance für mein Ziel, ein Tor, ja, schon versaut. Klasse. Ey, die gehen dem Ball nicht entgegen. Warum auch? Frau. Foul. Ja, ich meine, die Frauen sind ja an sich, also spielen sich ein bisschen anders schon, ja, das merkt man. Ja. Also es sind nicht nur einfach die Attributpunkte schwächer, sondern tatsächlich spielen sie sich anders irgendwie. Wie Frauen. Wie Frauen. Ja, die haben halt Brüste. Das heißt, die Physik und die Körperhaltung muss schon komplett anders sein. Aber ich muss zugeben, jetzt gerade bei der WM, jetzt in, wo war es, Kanada, ja, habe ich ein paar Spiele angeschaut, die gehen ganz schön zur Sache. Ja, die Frauen manchmal, ja, die gehen mehr drauf als die Menschen. Ja, und gleichzeitig jammern sie nicht so wie Cristiano Ronaldo die ganze Zeit. Also so ganz dem Klischee entspricht es nicht, aber man muss es auch, glaube ich, differenzieren zwischen WM-Teilnehmer und, sagen wir mal, Teppeln. Und da ist es, das 1-0. So, wer war's? Tja, keine Ahnung. Die Frau halt. Ja, beim Frauenfußball selten. Ja. Bumm, da hat's aber. Aber die Martha ist wahrscheinlich. War das Martha? Nee, das war nicht Martha, oder? Das war die Christiane. Die Christiane, natürlich, die Christiane. Wie konnte ich die nur vergessen? Ja, das ist. Naja,
Warum denke ich jetzt so spontan an die eine? Jeff. Ich heiße Jeff. Okay, du trickst auch sehr gerne. Ja, sehr, sehr gerne. Ich spiele nur gegen Trickser heute. Also auch die Frauen können Touch-Dribbling. Finde ich eigentlich ganz lustig. Hast du gerade mit einer Drehung gepasst? Ja. Kreativ. Das können nur Frauen. Ja, irgendwie kommen meine Pässe gerade nicht so an. Was, Frauen sind die mit den Haaren? 2-0. Da war es jetzt aber, Martha. Ja. Ja, der war schön. Ich komme. Es gibt irgendeine, war das eine Brasilianerin? Ja. Irgendeine Brasilianerin hat hier komische Haare, sucht sie. Wieso? Sie sieht es auch auf dem Bild, dass sie komische Haare hat. Ich sehe sie aber nicht. Ist sie nicht in Game? Sie ist nicht aufgestellt. Ist vielleicht Marianne oder sowas. Marianne. Oh. Ah, komm schon. Oh, das hat jetzt ein bisschen verzerrt. Und Tor! Anschlusstreffer! Ja, hat eine Frau geschossen, also war es schön. Die hat wenigstens springende Haare, ist auch schön. Aber da sieht man mal, wie die Haare eben animiert sind. Ja, richtig. Wir hatten heute eigentlich erste Saison gespielt. Das finde ich auch sehr schön, dass jetzt, also das ist ja eine Technik, die jetzt auch die Männer im Spiel haben. Das heißt, so ein Ronaldo, da wackelt jetzt auch die Frisur. Doch toll. Auch bei Glatzen sieht man das sehr schön. What? Really? Übersteiger über mich und ich faul ihn an. Ich mache ihm den Fall. Seit wann spielst du FIFA? Seit. Oh Gott! Oh Gott! Seit FIFA 98. 98? Ich bin seit FIFA 95 dabei. 95? 95 auf dem Sega Mega Drive. Ich habe angefangen. Beim Hallenfußball. Ja, Hallenfußball. Ja. Oh, ich hätte mal wieder ein neues FIFA Street, das wäre toll. Ja, das war interessant, wo die hingesprungen ist. Ich weiß nicht, also das Remake von FIFA Street hat mir irre viel Spaß gemacht. Ja. Und ich muss zugeben, ja, ich hätte gerne mal wieder eins. Ist nur die Frage, es ist ja immer so gang und gäbe, die neuesten Teile nicht richtig zu nummerieren. Es gibt ja FIFA Street 1, 2, 3 ja. Und auf einmal wieder FIFA Street. Genau. Wenn es jetzt ein FIFA Street 2 gibt, dann gibt es auch schon. Also. Finde ich eigenartig irgendwie. Vor allem ist es, ich weiß nicht, auch marketingtechnisch finde ich es irgendwie dämlich. Wenn ich irgendwas google und nach dem neuen Spiel suche, ja. Finde ich das neue Spiel ja nicht. Also. Oh. 2-1, du hast aber wenigstens schon ein Tor geschossen. Ich habe mein Tor geschossen. Hätte ich den Elfmeter noch getroffen, dann oh ja, dann wäre es spannend. War spannend, der Pass. Ja, Kurzpassspiel, kannst du, das habe ich jetzt gesehen. Meins. Oh. Jetzt hatte ich dieses typische. Ich hatte zwei Möglichkeiten, was ich machen will und musste überlegen und dann habe ich gar nichts gemacht, weil mir die Zeit ausging. Das kenne ich. Und? Komm, lauf. Und das war aber schwach, das war schwach. Und was mache ich draus natürlich? Nichts, aber vielleicht ein Nachschuss. Und Tor. Ja. In der Nachspielzeit. Ici c'est Paris. Aha, auch schön. Halbzeit. Das war doch eigentlich eine schöne erste Hälfte. Ja, eigentlich. Drei Tore kann man meckern. Elfmeter verschossen, sonst wäre es 2-2. Ja. Nur und nach, ist okay. Mhm. Ja, ich habe mehr Torschüsse, ich habe mehr Schüsse. Ja. Das ist. Bilde ich mir was drauf ein. Also, ich muss. Also, ich glaube zwar jetzt nicht, dass. Ich sage es mal, im professionellen FIFA-Gaming-Bereich, dass da auch sehr oft mit den Frauen gespielt wird. Na. Ach, jetzt hockt die sich da hin. Jetzt legen die sich nur. Aber so für zwischendurch finde ich es ganz lustig. Also gerade wenn man mal irgendwie vor wirklich einer Konsole zu Hause sitzt und Leute da hat, glaube ich, ist das lustig. Ist aber, glaube ich, eher was für die Casual-Spieler. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ja, glaube ich eher auch, ja.
Also das ist jetzt wirklich irgendwie, davon abgesehen, dass du online wahrscheinlich, kann man online mit Frauen spielen? Das, ja, da gibt es, glaube ich, was habe ich gelesen, online Frauen Cup gibt es da sogar so, man kann sogar so eine Weltmeisterschaft machen. Ja, online? Ich habe es nur offline gesehen. Ja, ich auch, ich weiß nicht, ob es jetzt offline geht. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es viele Online-Frauenligen geben wird. Nee, das glaube ich jetzt auch nicht. Da gibt es ja nur ein paar Nationalmannschaften. 12 insgesamt, ja. Und was ich sehr schade finde, dass die Japanerinnen nicht dabei sind, die ja irgendwie die sind ja eigentlich 2011 Weltmeister geworden sind. Aber der Titelverteidiger ist immerhin dabei. Die Titelverteidigerinnen natürlich. Amerika? Ja. Ah, Anna. Faul. Nix da. Frauen legen sich auch so hin. Nein! Oh, scheiße. Jetzt kann man natürlich fragen, darf Cristiano Ronaldo bei den Frauen mitspielen? Nein. Stimmt, das wäre ja auch... Nee, ich sag jetzt nichts. Ich sag lieber nichts. Ich meine, Cristiano Ronaldo ist mit Sicherheit ein grandioser Fußballer, aber er hat dann doch so ein bisschen, sagen wir mal, zärtliche Charakterzüge. Ja, jeder hat sowas. Ja, aber er hat es natürlich... Er lebt es halt aus, ja. Irgendwie. Ah, nein, 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 oh. Nein, 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 nein. Danke, das war sehr rücksichtsvoll. War das nicht abseits? Glaube ich. Fahne bleibt unten. Dann wohl nicht. Gut. Und? Oh, haut den. Ja, hast du mir ganz schön... Sie ist auch nicht sehr zufrieden, also, wie man sieht. Ja, die Christiane, die hat 2 Tore geschossen. Das ist ja... Nee, aufs Tor. Naja. Och, mehr Einsatz. Also was ich ja ganz lustig finde bei den Frauen, es gab ja... Ich glaube, ich habe es in anderen Videos schon mal gesagt, aber doch einige Wünsche nach den Frauen, so in den letzten Jahren. Dann hieß es natürlich immer, ja, es muss wirtschaftlich sein und so weiter und es muss natürlich auch gut umgesetzt werden. Und er hat sich jetzt auch ein paar Jahre Zeit gelassen. Ich glaube, es war 2-3 Jahre in Entwicklung insgesamt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Finde es aber dann doch sehr interessant, dass es dann halt... Das meine ich hier schon mal. Ich wollte oben hinpassen und was macht da so ein kleines Pässchen hier? Sie. Ja, und jetzt haben wir so die großen, ersten großen Nationen bei den Frauen. Und jetzt sind schon direkt die Wünsche da, so, ja, aber die Bundesliga fehlt ja. Wow, 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 wow! Das geht nur mit Frauen. Das ist so schlitzohr. Ja, Wahnsinn. Was? Es war übrigens offiziell eine Flanke, gell? Das war ja, kein, das habe ich war schon gemerkt. Schuss. Cool, ey, aber es sah halt genial aus. Der Torwart springt mit ins der. Tor. Die Torhüterin. Ja, wenn die auch drin ist, ach, wow. Alle beide. Das schauen wir uns nochmal hier aus der Intor-Kamera. Zu klein für den Torwart. Boom. Ja, das konnte man nicht sehen, dass der Ball kommt. Das war schön. Wow. Ja, aber stimmt schon, die Torhüterinnen sind allgemein sehr klein. Ja. Oft. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, also jetzt sind die ersten Stimmen schon daher, wir müssen jetzt unbedingt die Frauenbundesliga einführen. Wobei ich jetzt finde, ja. Ich weiß nicht, ob, also Nationalmannschaften sind gut, aber es gibt ja auch so, sagen wir mal Elfenbeinküste. Ja, ja genau. Ja. Da haben die Deutschen ja 11-0 gewonnen, während der WM. Ja. Dann ist es halt, ich weiß nicht, ob dann in der Bundesliga der Frauen das Niveau nicht... schon hoch genug ist. Ja, das stimmt. So, jetzt war ich zur guten Position. Marta, die Brasilianerin, die kann sowas. Die kann sowas. Oh, ach, schon wieder, ja? Du hast irgendwie mit Metall. Also bisher schlage ich mich nicht schlecht. Ja. Da bin ich schon mal froh drum. Ich glaube, wir müssen danach doch noch mal eine Männerrunde spielen. Noch ein leichtes. Jetzt, komm. Schön drüber hauen. Aber um es nochmal zu vervollständigen, wenn es in FIFA 17 falls es da Vereinsfußball geben sollte, ja. Dann glaube ich, ist es auch nur erstmal eine Liga mit den besten Mannschaften in Europa oder so, oder mit einer Auswahl, aber nicht komplett in Liga. Ich glaube, das macht nicht viel Sinn. Ja, vielleicht hat ihr das Ganze jetzt hier auch erstmal zum Testen reingemacht. Das ist auch gucken, ja, wie viele Leute das spielen. Ja.
Ja, vor allem es ist ja ein großes neues Feature und es führt ja was ein und das kann ja dann weiterentwickelt werden. Ist ja wichtig. Ja. Das war ja genauso mit Ultimate Team, das war ja auch genau, am Anfang erst ein DLC. Ja. Und heute ist es kaufen für 10 Euro, glaube ich, ganz lange. Ja, genau. Ja. Und heute ist es ja, einer ist der größten Fußball Manager oder was weiß ich. Ja, was ist es eigentlich? Ja, ein Kartenspiel. Ja. Eigentlich ist es ein Kartenspiel. Aha. Hau den Ball weg. Oh, oh, das ist ja freundlich. Das sind Frauen, ja, die sagen sich, oh, die wollte bestimmt weiterspielen, da helfe ich mal. Aber tricksen kann sie auch nicht schlecht, gell? Ja. Hast du geschaut mit Skillsternen? Ja, sowas? Ja, ja. Und diese Martha hatte 5 Sterne auf jeden Fall. Diese Martha. Schön. Ja. Jetzt kommen die. Ah. Oh, oh. Hau weg. Runter. Och, mein Gott. Warum? Aber man kriegt auch teilweise den Ball sehr schwierig weggeschlagen. Ja. Ne? Das ist Ping-Pong-mäßig. Der Ball bleibt irgendwie am Ball kleben. Am Bein kleben. Also ist mir jetzt auch schon ein paar Mal passiert, dass ich ihn eigentlich nur weghauen möchte. Und dann kommt so ein cooler Ball raus. Apropos weghauen. Ball weghauen wäre jetzt eine tolle Idee. Boah. Hey, und wir sind jetzt in der Nachspielzeit übrigens schon. Was? Was? Ich habe es eigentlich auch als Ecke gesehen, muss ich zugeben. Aber es ist auch eine Schiedsrichterin, also. Ach, die machen heute alles weit. Oh nein. Ach, was war das denn? Was war das denn? Ja, sagen wir es so, wir wollen natürlich eine Verlängerung haben. Ne? Ja, natürlich, geben wir die Verlängerung. Ich glaube, das ist das erste Regenspiel, was ich habe. Ja, meins auch in FIFA 16. Sieht doch gut aus eigentlich. Das haben sie mittlerweile ganz gut gemacht. Auch von den Lichteffekten her. Das ist jetzt so ein bisschen. Sieht man jetzt in dem Stadion nicht so sehr. Doch hier in der Perspektive so ein bisschen, dass es ein bisschen neblig ist. Klassisch. So, bei mir ist klar, wer die Tore schießt. Hast du das gerade gehört im Hintergrund? Da schreien Frauen. Also sie haben auch die Trainerbänke weiblich gesetzt. Ist mir noch gar nicht so wirklich aufgefallen, dass die da so reinschreien. Also nicht nur die Frauen, auch bei den Männern, das habe ich bisher gar nicht so gehört. Die Frauen aber auch schreien lauter deswegen. Das haben eine höhere Stimme. Die Männer sind mir noch nie aufgefallen, dass sie geschrien haben. Ja, das kann, mir das erste Mal aufgefallen. Ja. Das kann schon stimmen, dass man das besser hört, weil die Frauenstimmen halt höher sind. Ja. Das hört man halt einfach besser. Aber es könnte auch sein, dass ein paar von unseren Sitznachbarn hier gerade nicht spielen und es ist deshalb leise ist, dass man es besser hört. Oh Gott, das will nicht. So, jetzt. Und dann, das wollte ich eigentlich schon wieder nicht, aber macht nichts. Hast du schon mit dem No-Touch-Dribbling gearbeitet? Ja, ein bisschen, ne? Aber ich hab's noch nicht ganz drauf. Also, ich finde es eine gute Ergänzung, vor allem weil es auch Tempo halt draußen, dass man halt einfach mal stehen bleiben kann, aber trotzdem, also langsam weiterrollen lassen kann den Ball. Und das geht halt mit einem normalen Dribbling gar nicht so. Ja. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es zu stark wird in Kombination mit den normalen Skills. Ja, das werden die bestimmt dann irgendwie balancen. Oh, da hat sich jemand verletzt. Aber es kommt noch kein Krankenwagen, deshalb können sie weiterspielen. Das ist kein Problem. Das ist sehr spannend. Ja. Also so soll es ja auch sein. Ja. Es fallen auch Tore. Wir haben scheiß Wetter. Ist alles toll. Das ist genau das meine ich. Ich wollte eigentlich weg, den Ball. Aber nein, wir dribbeln lieber durch den eigenen Strafraum durch. Ist immer eine gute Idee. Oh, die erste Halbzeit ist auch zu Ende, ne? Schon.
Ja, echt alles ausgeglichen ist. Ja. Machen wir gut. Machen wir gut. Also meine Befürchtung vom Anfang war, zumindest im Frauenfußball, unbegründet erstmal. Oh, da hat sich oben gefreut. Jetzt mit der schönen Flanke rein. Na, jetzt gibt es aber eine Ecke. Obwohl, ich finde das auch cool, wie die Wassertropfen auf der Linse drauf sind. Habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist mir noch nicht aufgefallen, so wirklich. Und jetzt kommt rein, wir haben eine kleine Torhüterin. Ah, aber genau in die Arme. Also weit abschlagen kann sie. Ja, das kann sie. Weit ziehen. Oh. Habe ich schon erwähnt, dass sie abschlagen kann? Genau, das waren jetzt zum Beispiel das No-Touch-Dribbeln, ja. wo ich einfach stehen geblieben bin sozusagen mit dem Ball. Und da kann man dann halt den Spieler auch mal schön ausspielen, das ist ganz praktisch. Ich glaube, ich kriege einen Freistoß. Ja, aus einer ganz gefährlichen Position. Und? Ja. Gab's Geld? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wie ausgepowert die. Oh. Schade. Hat aber fast geklappt. Ja, da habe ich auch den Eindruck, dass das in FIFA 15 einfacher war. Also das ist so eine Methode. Ich habe das niemals benutzt. Ich weiß nicht mal, wie es geht. Doch, das ist in FIFA 15 relativ, ja nicht einfach, es klappt nicht immer, aber man generiert eine sehr gute Torchance dadurch. Und das ist mir jetzt hier noch nicht einmal gelungen. Also ich weiß nicht, ob es auch hier eine Übungssache ist oder ob es halt wirklich einfach schwierig ist. Die machen hier gerade das Licht an und aus die ganze Zeit. Das ist ganz schön irritierend. Kann man auch mal lassen, ja. Oh, wenn er jetzt reingeht, reingegangen wäre. Ich hätte ihn so ausgelacht. Ich wollte ihn eigentlich schon rausschlagen, aber dann nicht zur Ecke. Ey, das war doch so doof. So, einen schönen Kopfball. Und? Nein, war ich das? War du das? Anscheinend warst du das. Da muss einer ausgewechselt werden. Ja, stimmt. Die Verletzte hat es ganz gesehen. Ja, die hat auch das Auswechselzeichen gemacht. Finde ich ja cool. Die laufen ja gar nicht mehr. Die Frauen werden recht schnell. Ehrlich, geh ja hin. Die Frauen werden sehr schnell müde. Ja. Ich finde es sehr schön, dass du nicht abgezogen hast, weil die Torhüter noch nicht im Tor. So, und jetzt die letzte Chance im Grunde. Au! Und Elfmeterschießen. Ich habe ja vorhin schon so toll erfolgreich einen Elfmeter getestet, gell? Super. Okay, Wollen wir Spaß machen, die Torhüterin als erste schießen lassen jeweils? Ja, komm. Ist das die Torhüterin? Nee, das ist gar nicht die Torhüterin. Das ist die Torhüterin. Bei mir ist das hier die letzte. Noch ein bisschen nachziehen. So, Kampf der Torhüterin. Am Anfang. Ah, super. Dieser grüne Bereich ist so riesig. Yes! Puh! Oh mein Gott, der ist ja noch klein. Okay, das Schwierigste haben wir hinter uns. Jetzt kommen wir verschießen. Die ist echt mega klein, meine deine auch. Boah, sicher. Ja. Also, für 2:1. Was ist das denn, Mann, ey? Das war gut platziert, vielleicht. Nice. Oh, Le Sommer. Sommer ist mein Sommer. Wie heißt das? Also noch ist alles drin. Ja, irgendwie gehen wir in die falsche Richtung. Also bei dem einen Mal. Den halte ich und dann ist die Sache durch. Ja, das befürchte ich auch. Tomice müsste jetzt bitte den Ball im Tor... Oh, scheiße. Oh, da ist der Sieg.
durchs Elfmeterschießen trotzdem ganz stark gespielt, muss ich echt sagen. Und da guck mal, jetzt kann ich jubeln nach dem Elfmeterschießen. Wie geil ist das? Das ist geil. Ja, das gab es bisher nicht. Das gab es noch nicht. Das war dann immer so eine normale Animation. Ja. Aber ist cool. Und jetzt machen die irgendwie Jubel. Und kommen alle. Warum jubeln die? Ja, schön. Also das Spiel war super. Ja. Ich glaube, wir machen noch eins, oder? Ja, machen wir. Genau. Ich weiß gar nicht. Ja, notfalls morgen. Ja, auf jeden Fall. Wir machen auf alle Fälle noch eins. Auf jeden Fall. Ja. Dann vielleicht nicht mehr mit Frauen. Ja, mit Männern. Aber schön anzusehen ist es, ja. Das muss man ganz klar sagen. Und damit verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Score 5 goals in a women's football match. Achievement. Yay! Hast du das noch nicht gehabt? Anscheinend nicht. Sonst wäre es ja nicht gekommen.